In diesem Video geht es um die sogenannte neue Autorität, ein Konzept von Lemme und Körner, das auf Ideen von Omer und Schlippe basiert und wie man das für die Schule tatsächlich verwenden kann. Zunächst mal schauen wir uns die Grundlagen an. Die sind der gewaltfreie Widerstand, so ähnlich wie bei Gandhi, und die gewaltfreie Kommunikation und auch die systemische Perspektive hierbei. Dann kamen Lemme und Körner hinzu und haben an dem Konzept weitergearbeitet und haben das noch mehr auf Schule bezogen und stellen da fest, dass Autorität einer Lehrkraft zusammen mit einer tragfähigen Beziehung Lernen und Lehren in der Schule erfolgreich werden lässt. Und sie sagen ganz klar, es gibt drei Prinzipien der sogenannten neuen Autorität, nämlich einmal die Beziehung, das heißt, die Lehrkraft könnte hier sagen, du bist mir wichtig zu den Lernenden, die Präsenz der Lehrkräfte, die da sagen, ich bin da, komme was wolle, und eine Haltung, die so ähnlich ist wie, ich bleibe hier, ich bin da, ich kümmere mich, komme was wolle. Und wie das dann konkret in der Schule aussieht, das kann man sich hier oben ansehen. Und zwar geht es in der Mitte hier um die sogenannte wachsame Sorge. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte wirklich ganz systematisch auch wahrnehmen, wie geht es eigentlich den Lernenden, um wen müssen wir uns gegebenenfalls Sorgen machen. Und wenn dann ein Konflikt auftritt, dann gehen die Lehrkräfte in den gewaltfreien Widerstand. Das heißt, sie sind bei dem, was sie dann machen, auch tatsächlich sehr beharrlich. Das ist ein Prinzip des gewaltfreien Widerstandes. Und zwar sagen sie zunächst einmal Stopp, weil man ja in der Situation als Lehrkraft auch erstmal überfordert ist. Das heißt, ich gehe zunächst mal aus der Situation heraus und vertage die Entscheidung. Ich mache mich erstmal kompetent und frage mich oder andere, was ich denn jetzt tun könnte tatsächlich. Und dann im Sinne einer Deeskalation gehe ich zurück und gehe wieder in den Kontakt mit den Lernenden und schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Das heißt, ich kündige dann an, was wir oder was ich nun tun werde, um dieser Gewalt oder diesem nicht akzeptablen Verhalten zu entgegnen und fordere zum Beispiel eine Wiedergutmachung oder Wiedergutmachungsgeste von Lernenden ein, wenn die Beziehung mit den Lernenden in irgendeiner Form gestört wurde. Dafür brauche ich natürlich Netzwerke, das heißt Menschen, denen ich vertraue und mit denen ich auch in einer guten Beziehung bin, um mit denen gemeinsam zu überlegen, wie können wir dem jetzt beharrlich und gewaltfrei begegnen. Des Weiteren brauche ich dafür eine Öffentlichkeit. Das heißt, ich mache öffentlich und ganz transparent, dass ich jetzt so handeln werde, wie ich handeln werde und auch warum. Und mache nochmal deutlich, die Lernenden sind mir wichtig, ich bin da und ich bleibe, komme was wolle. Dazu, zur neuen Autorität, gibt es ein ganz wunderbares Beispiel, nicht aus dem schulischen Kontext. Dieses Beispiel macht nochmal sehr deutlich, dass ich mit meinem eigenen Verhalten, das ich kontrollieren kann, andere nur inspirieren kann, da ich deren Verhalten nicht kontrollieren kann. So, was ist da passiert? Und zwar haben Großeltern festgestellt, dass ihr Enkelsohn langsam immer mehr in die Drogensucht abdriftete. Und sie haben dann, nachdem die Strukturen von der sogenannten alten Autorität, das heißt drohen, schreien, etwas wegnehmen, etwas ihn einsperren, dass all diese Mechanismen bei dem 18-jährigen Enkelsohn nicht mehr funktioniert haben, beziehungsweise das ganze Druck ausüben, ihn noch mehr in die Drogensucht getrieben haben. Und dann haben sie gedacht, stopp,
jetzt müssen wir irgendwie etwas anders machen als sonst. Und haben sich dann erstmal schlau gemacht, was bedeutet das denn eigentlich, drogensüchtig zu sein, wie kann man das denn? Und eigentlich muss er sich daraus ja selber quasi aus freiem Willen selber heraus manövrieren. Wir können dabei nur inspirieren und unterstützen, wir können das nicht für ihn tun. Und dann haben sie sich auch noch ganz explizit schlau gemacht, wo kriegt man denn eigentlich so die Drogen in der Stadt? Und dann erfolgt ihre Ankündigung, dass sie alles, was sie ab nun von da an machen werden, für ihren Enkelsohn tun werden und dass sie nicht weggehen und dass sie auch nicht den Enkelsohn verlassen, nur weil es gerade schwierig wird. Und dass sie ihn mit ihrem eigenen Verhalten inspirieren wollen. Was ist das eigene Verhalten? Sie haben auf dem Drogenumschlagplatz ganz wörtlich ihre Campingsachen ausgepackt und sich dahingesetzt und gesagt, wir bleiben so lange hier, bis du zu uns zurückkommst und die Drogen sein lässt. Wir sind da, wir sind für dich da, aber du musst zu uns zurückkommen. Und sie haben dann versucht, ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen. Sie haben andere Eltern angesprochen. Sie haben da mit ihren Campingstühlchen auf dem Platz gesessen. Sie haben Menschen angesprochen und haben denen das Foto von ihrem Enkelsohn gezeigt, um so eine Art Öffentlichkeit zu schaffen. Das heißt, sie haben ganz transparent gemacht, was wollen wir denn eigentlich? Sie haben eine Ankündigung formuliert, die deutlich macht, wir machen das für dich und weil du uns wichtig bist und wir gehen hier nicht weg, haben sie deutlich gemacht, indem sie einfach da ihr Zelt aufgebaut haben. Und da wird diese grundsätzliche Haltung der neuen Autorität ganz, ganz deutlich an dieser Stelle. Und deswegen ist das auch ein gutes Beispiel für die neue Autorität, die es ja auch als Konzept für die Schule gibt.